Entschuldigung, sitzt neben Ihnen schon jemand? Ach du Schande! Cécile Dufaux! Philippe Leduc! Sein Profil. Seine Figur. Er sieht sich nicht mehr ähnlich. Ich muss mich erst an sein neues Aussehen gewöhnen. Cécile Dufaux. Ich weiß nicht mal genau, warum ich mit dir ging. Hat sich so ergeben, glaub ich. Irgendwann ist man in einem Alter, wo man zwischen gleichgültigen Kindern und uneinsichtigen Eltern eingezwängt ist. Tja, ich bin 47, mittendrin. Nicht seufzen. Niemand redet gerne mit jemandem, der ständig seufzt. Ich ertappe mich immer öfter dabei. Dabei bin ich erst 47. Ich bin ausdauernd. Zuerst Sekretärin im Büro eines Finanzanalytikers. Immer diskret und äußerst korrekt. Die vorbildliche Angestellte. Wir haben es getan. Mir war klar, dass er mich danach nie mehr anrufen würde. Ich musste ihn also so schnell wie möglich wieder vergessen. Ich bin drauf und dran, mich zur Cécile Dufaux zu bringen. Bitte nicht stören, ich schlafe. Für Überraschungen ist mit 47 weniger Raum. Man rennt in seinem Hamsterrad, das einen überfordert. Job, Ehe, Scheidung, Kinder, Verpflichtung. Nur schlaflose Nächte holen einen manchmal dort heraus. Mommy dear, oh mommy dear. Mommy dear. They gotta have them in Texas. Cause everyone's a millionaire. Everyone's a winner. I'm a winner. I'm a sinner. Do you want my autograph? Pardon. Hang away back. Oh, entschuldigen Sie. Mach doch nicht. Mathieu stellte mich ganz unkompliziert vor. Philipp, ein Jugendfreund. Ja, ich wurde freundlich gemustert, ungefähr 10 Sekunden lang. Ehe die Gespräche ohne mich weiterliefen. Ja, ich war offenbar uninteressant und verschmolz mit dem Dekor. Sieh dich an. Sieh mich an. Eine Haut, die dank einer einfachen Nachtcreme immer noch strahlt. Die beste Werbung für die Produkte, die du in deiner Firma im Angebot hast. Philipp Leduc. Erinnerst du dich wenigstens daran, wie es war, nachdem wir uns geliebt haben? Alles war so leicht. Unsere Körper in dem Zimmer, die Sätze flossen zwischen uns hin und her. Alles war so natürlich. Ruhezone! Du siehst so verloren aus. Du merkst ja nicht mal, dass ich dich anschaue. Ja, wenn man dich so sieht, dann würde man dir am liebsten den Arm um die Schulter legen und sagen, dass alles nicht so schlimm ist und dass es schon irgendwie weitergehen wird. Sind Sie etwa Cécile Dufaux? Merguet. Pardon? Merguet, Cécile Merguet, ich bin verheiratet. Ja, es war 3:30. Er hatte nur die Nachttischlampe angemacht. Das Mädchen blieb im Dunkeln stehen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er so tief sinken würde. Hey, das Ganze hat nur eine Minute gedauert. Ich brachte keinen Ton über die Lippen. Ich frage mich, wonach Philippe Leduc sich wohl sehnt. Ja, vermutlich nach gar nichts. Ich wette, er betrügt seine Frau. Und ist der Held seiner Kinder, mit denen er unnütze, aber lustige Gespräche führt. Ich bin sehr treu.
Dies ist vermutlich meine wichtigste Charaktereigenschaft. Ich könnte der Hund der erstbesten Person sein, die mich mag. Weiter, das ist gut. Weiter, das ist gut. Einen Kaffee? Nein. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.